Einigkeit müsste aber darüber bestehen, wie wichtig es ist, die eigene Resilienz zu trainieren. Und merkwürdigerweise trainieren wir heute alles, bis auf die eigene Resilienz. Wir üben in der Schule, wir üben in der Uni, wir üben in der Ausbildung und wir lernen Sprachfähigkeiten, wir lernen Wirtschaftsfähigkeiten, wir lernen mathematische Fähigkeiten. Wir gehen dann sogar in Sportverein und lernen irgendwelche Sportarten, wir lernen Bewegungsabläufe, wir lernen kulturelle Praktiken, wir lernen Rituale. Aber weswegen wir überhaupt nicht lernen, sind so die grundsätzlichen Lebenskompetenzen, wie ich eigentlich mein eigenes Leben mit all den Problemen und all den Widrigkeiten positiv bewältigen kann. Das müsste doch eigentlich zu den wichtigsten Lebenskompetenzen überhaupt gehören. Und trotzdem ist Resilienz etwas, was auf unserer Liste mit Dingen, die wir lernen wollen, irgendwie ganz oft gar nicht draufsteht. Und das ist eigentlich sehr schade und ich halte das für ein großes Versäumnis. Denn wenn wir diese Kompetenz wirklich weiterentwickeln, dann hat das einen unglaublich breiten Effekt auf unser gesamtes Leben. Wir fühlen uns zufriedener, wir haben größeres Zutrauen in die Zukunft, weil wir das Vertrauen in uns haben. Irgendwie werden wir es schaffen, irgendwie werden wir das Problem bewältigen können, irgendwie werden wir aus der Krise finden. Und wenn man dieses Vertrauen entwickeln kann, wenn man diese Resilienz weiterentwickeln kann, dann ist das eigentlich etwas, was ganz oben auf unserer Liste stehen sollte von Dingen, die wir lernen sollen. Und deswegen wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg, gutes Durchhalten und alles Gute für Ihr persönliches Resilienztraining.